war wohl was anderes nicht ganz richtig. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, musste seinem Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. Schon wieder ein Grammatikfehler. Eieieiei. Ja gut, in Ordnung. Wie? Okay, gehen wir erstmal nach links. Zisterne. Das blaue Licht blendete ihn, genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Ich glaube, im Moment geht es wirklich um Daniel. Okay, da drüben können wir nicht lang. Naja, gut. Gehen wir erstmal hier lang. Vielleicht kommen wir dann später noch rüber. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. Dass sie hier durch müssen, ist ja auch sehr interessant, finde ich. Dass sie anscheinend durch die Kanalisation gewatscht sind. Wir sind auf jeden Fall... Ich habe voll Angst vor dem Wassermonster. Wir sind auf jeden Fall wieder rote Blüten, die uns irgendwie zum Ziel führen. Ja, natürlich auch verstörende Geräusche, die dürfen da nicht fehlen. Und ein kleiner Jump-and-Run-Part. Gehen wir mal hier rüber. Natürlich fliege ich wieder genau rein ins Monster. Verdammt, kann ich hier nicht rein? Ich will da hoch. Komm, kletter doch einfach ein paar Meter. Eben, da wäre wieder das Monster gewesen. Hey. Das Wassermonster. Weil es einfach mal so geplatscht hat. Puhuhuhuhu. Naja, nochmal. Nicht so schnell. Hoppedi. Hoppedi und hoppedi. Kanalisationswasser umleiten. 7th August, 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early, and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Okay, ich habe mich bisher gar nicht gefragt. Erstmal rumdrehen. Uiuiui, ich habe mich bisher gar nicht gefragt, warum hier überall die Tagebuchseiten von Daniel rumliegen. In der Zisterne befinden sich Ventile, die das Wasser aus der Kanalisation ableiten. Um die Kanalisation betreten zu können, muss zuerst das Wasser darin abgelesen werden. Wahrscheinlich so eine tiefere Kanalisation, weil wir sind ja schon drin.
Ich höre mich nur so an, als würde ich... Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Nein, ist das ein Wassergefängnis oder sowas? Oder so eine Folterkammer, wo einer langsam ertrinkt oder so, weil der immer weiter Wasser reinläuft. Oh Mann. Na, ich glaube schon. Ich glaube, da ertrinkt gerade jemand. Ich will gar nicht so viel meine Lampe anhaben, weil wir nicht mehr so viel Öl haben. Oh, was haben wir denn da? Eine Zugbrücke mit einer Kette dran. Da hinten? Geht's da hinten weiter? Ich gucke erstmal nach da hinten. Ah, oh Gott, oh Gott. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ah, wir haben den Dampf abgestellt. Okay. Das war aber doch jetzt ein Wassermonster, oder? Never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ich habe auch langsam ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hier. Ich will ja am liebsten mal austesten, ob da wirklich jetzt ein Wassermonster da unten ist, aber da müsste ich ja ins Wasser springen. Und das will ich nicht. Naja, lassen wir es. Was war das schon wieder für ein Geräusch? Waren die nicht genau? Ich probiere jetzt mal was. Vielleicht geht das ja. Hey, jawohl. Okay, was zum Teufel? Sie rührt sich nicht. Ja, natürlich rührt sie sich nicht. Willst du denn auch reinkommen? Nochmal eine Wasserumleitung. August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow.
It might be the beginning of something truly extraordinary. Okay. Sie rührt sich immer noch nicht. Aber wir haben jetzt irgendwas getan, damit wir jetzt irgendwo hinkommen. Aber ich weiß nicht so genau, was. Es gibt keine Mementos. Wo kommen wir denn hier lang? Oh nein. Und wo müssen wir hin? Müssen wir zurück? Ah, ja, genau. Wir haben ja, es gab ja diesen überfluteten Gang. Da haben wir wahrscheinlich das Wasser abgelassen. Ich verstehe. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Branburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Ach so. Kommen wir da drüben eigentlich dran, wenn ich jetzt sagen würde, zack, hoch. Geht gar nicht mehr hoch. Na doch, jetzt. Moment. Nein. Jetzt. Ich versuche dann mal von da oben da drauf zu springen. Na komm schon. Lal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 a. So. Okay. Zack. Der Schalter ist gelegt. Ich bin drauf. Puh, ich weiß ja nicht. Aber versuchen kann man es ja mal. Bitte. Ah. Leichenhalle. Ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist. Schauen wir doch mal kurz rein. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen ab. Ja, ich gehe mal wieder raus. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann und irgendwas. Gut, ich würde einfach mal sagen, ich mache hier erst mal Schluss mit Amnesia. Vielleicht schauen wir dann im nächsten Part doch vielleicht erstmal bei dem Gang hinein. Ob wir da nicht weiterkommen oder so. Weil ich bin mir echt unsicher, ob das so gewollt ist. Zwar gab es jetzt diese Verzögerung hier, aber ich weiß nicht, was wir in der Leichenhalle tun sollten. Na gut, ich mache hier auf jeden Fall erstmal Schluss. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge, vielleicht aber auch gleich wieder, je nachdem wie ich schneide. Ihr kennt das ja schon. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.